Hallo und herzlich willkommen wieder hier zu defi.jetzt. Heute die 30. Folge mit dem Dekus Network. Da haben wir uns heute den Simon eingeladen. Hallo Simon. Hey Mario, schön, dass ich hier sein darf. Schön, dass du da bist. Heute dabei sind auch wieder natürlich der Ralf und der Thor. Hi ihr beiden. Hallo. Ja, genug der Vorrede. Fangen wir doch gleich mal an. Simon, erzähl uns doch mal bitte gerne, wie denn dein bisheriger Kryptowerdegang so abgelaufen ist. Ja, gerne. Ich war einer eher von denen, die ein bisschen später dazu gekommen sind. Eigentlich habe ich meine Karriere komplett woanders gestartet. Ich habe zwei Startups in Afrika gegründet, eins in Sambia und eins in Nigeria, was relativ untypisch ist. Aber damals habe ich mich schon mit dezentralisierten Netzwerken beschäftigt, aber noch nicht auf der Blockchain, aber generell die Idee von dezentralisierten Netzwerken fand ich super, super spannend. Und dann bin ich angesprochen worden nach meinem zweiten Projekt in Nigeria, ob ich nicht Lust hätte, hier in Deutschland ein Managing Director von einem Startup, was von einer Gruppe von Investoren gebaut wird, ob ich nicht Lust darauf hätte. Und damals es hat mir ein paar Slides, die ich mir durchgelesen habe, haben mir gereicht, um zu sagen, nee, ich finde die Industrie extrem spannend und ich möchte rein. Und dann bin ich am Ende des Jahres von 2019 haben wir angefangen mit der Dekus Network GmbH und seitdem führen wir die. Unser Team ist inzwischen auf ein paar Leute gewachsen. Wir sind immer noch genau dabei, unglaublich viel zu lernen, unglaublich viel ja einfach zu registrieren und auch einzuarbeiten in unser Produkt. Also uns auch direkt zu DeFi bringt. Ja, was ist meine Definition von DeFi? DeFi ist definitiv die Zukunft. Es ist schwer, es auf einen Satz runterzubrechen. Was ist DeFi? DeFi ist die dezentralisierte Organisation der Wirtschaft im Grunde. Ich habe ja immer einen Smart Contract, ich habe eine DApp oder ich habe eine DAO, mit der ich interagieren kann, ohne dass ich jetzt das Vertrauen brauche, sondern ich kann dem glauben, dass dem so ist. Es gibt niemanden, der da was ändern kann. Es ist für mich die Zukunft des Finanzwesens, definitiv. Ja, reicht das als Antwort oder soll ich noch ein bisschen mehr über die Definition geben oder darf ich schon sagen, wie ich meine 1.000 Euro investieren würde? Also, das war schon eine gute Definition. Na klar, ich meine, es hat ja, deswegen fragen wir das ja jeden hier. Es hat ja jeder so seine eigene Ansicht davon, was es eigentlich ist und was es beinhaltet. Ich denke, wenn die beiden Herren damit einverstanden sind, ja, na dann. Lassen, ja. Lass mal gelten, ne? Es ist ja auch deine Definition von DeFi und meine. Ja. Geld regiert die Welt und wenn du jetzt da sagst, okay, da wo ich mit Geld rumhantiere, hört es noch nicht auf, sondern es geht dann halt auch in die Werte rein, die ich mit dem Geld bewege, ist das ja auch okay. Ja, ich glaube auch, dass das Thema Governance, ja, wie dezentral ist Governance oder sind die Angebote in der nächsten Zeit wirklich oder lassen die Regulierer die Dezentralität überhaupt noch zu, ne? Ja. Das wird sich ja auch alles noch per Definition und internationalen Regulierungen noch hinbiegen, sage ich mal so, in der Definition. Schauen wir mal. Ja, stimmt. Die andere Frage ist, Ralf, kann man gegen Dezentralität auch groß was entgegensetzen? Also ja, das andere Goldverbot. Gold ist ja auch ein dezentrales Geld. Kannst du gerne verbieten, aber das heißt ja nicht, dass es dann vom Markt verschwindet. Die Geschichte hat gezeigt, dass Verbote eigentlich immer umgangen werden, ja, sei es die Prohibition oder Gold oder Alkoholhandel, ja. Ich glaube nicht, dass die Verbote oder dass ein Verregulieren von DeFi, dass das zu einer Lösung führt. Das Geld oder beziehungsweise die Leute finden diese digitalen Wege, denke ich. Wie siehst du das, ja. Simon? Ich stimme dir absolut zu. Ich habe immer ein Gedankenspiel dafür. Und zwar, was ist, wenn wir DeFi ein bisschen regulieren und wir drücken es raus aus dem Markt in Deutschland? Und jetzt habe ich, irgendwo kommt ein Protokoll, das sitzt sonst wo, auf den Caymans, auf irgendwo, wo man außerhalb der Regulierung ist. Und das ist jetzt ein Landing-Protokoll. Und es ist ein bisschen advanced. Stell dir vor, es ist 5 Jahre in der Zukunft, vielleicht auch 10 Jahre in der Zukunft. Und ich stöpsel jetzt mein Facebook oder mein Social Medium rein und meine Spending History. Und jetzt auf Grundlage von Algorithmus oder einer AI kann es einschätzen, wie kreditwürdig ich bin und mir dann daraufhin einen Kredit geben. Jetzt ist da noch ein Oracle bei, was irgendjemand dezentralisiert macht und sagt zum Beispiel, ja, das Haus existiert wirklich, was ich kaufen möchte. Und dann trägt das ein
und jetzt bekomme ich einfach meinen Kredit fürs Haus, ohne dass dieses Protokoll irgendwie Zugriff braucht auf meine direkte Jurisdiction. Es gibt mir einfach das Geld und dann kann ich das damit machen. Gibt es noch ein paar andere Probleme damit, aber grundsätzlich glaube ich, das wird möglich sein. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, der deutsche Markt kann es oder ein Markt kann es schwerer machen, dass wir lokale Produkte bauen, aber wir können ja nicht ausschließen, dass irgendjemand seine Wallet nimmt und auf ein ausländisches Protokoll zugreift, weil es ja Peer-to-Peer ist. Also natürlich kann ich immer wieder versuchen, über das Payment Gateway und jetzt versuchen, dass er jetzt Geld besteuern muss oder ich kann es sicherlich schwer machen, aber ich kann es nicht aufhalten. Also das, was Ralf auch gesagt hat, ich kann natürlich eine Prohibition einführen, aber dann treten alle in ihren Keller in die DeFi-Protokolle. Also ich denke, das Aufhalten würde nicht funktionieren, auf gar keinen Fall. Und im Gegenteil, es wird eher am Ende wird den Konsumenten schaden, weil die Konsumenten werden darauf Zugriff haben wollen, weil es wird ihnen günstigere Liquidität geben, es wird ihnen wesentlich schneller Liquidität geben. Alles, was wir tun können, ist wohlwollend gucken und versuchen, den Konsumenten zu schützen, mit guten Intentionen und nicht mit dem verzweifelten Versuch, irgendwelche Monopole zu erhalten. Das glaube ich auch, dass, ich sag mal, die klassischen Monopole, die ja eigentlich im Hintergrund von allen anderen Monopolen stehen, die Finanzwelt, ich sage mal die Rothschilds dazu, die werden sich schon noch heftig werden. Aber hier ist es eben so, ja, gegen wen soll man antreten? Ja? Wer sind diejenigen, welche DeFi? Wer steht hinter Bitcoin? Staaten sind es nicht. Und schauen wir mal. Okay, stell dir vor, Simon, du bekommst von uns 1.000 Euro. Wie würdest du oder in was würdest du die Anliegen eintauschen? Ich habe seit 2-3 Wochen einen ganz großen Flirt mit Enzyme Finance, wenn ihr das kennt. Das ist ein dezentralisiertes Enzyme auf Deutsch. Ja. Enzyme Finance, ein dezentralisierter Fundmanager. Ich finde das sehr interessant, weil ich bin, dadurch, dass ich für traditionelle Institute arbeite und wir halt auch die Idee haben, gerade mit Investment Funds beschäftigen, ich fand das einfach so faszinierend, zu sehen, dass das Ding ein komplettes Fund-Administrationssystem war. Natürlich, es hat nicht alles, es ist nur DeFi beschränkt, aber einfach das in Fund-Administration, ja, Das ist ein intensiver Beruf, wenn man sich darum kümmert. Es gibt komplette Organisationen, die sich nur darauf beschäftigen, ein Fund Administrator zu sein. Und Vitalik hat es mir so schön gesagt, ne, man wegrationalisiert hier das Center. Also das ist, um den Anglizismus zu nutzen, das ist White Collar Jobs, ein Fund Administrator, der jetzt technisch wegrationalisiert worden ist. Und diese Idee, dass einfach, der Regulator wird sich auch noch kommen, aber dass jeder jetzt einfach einen Investment Fund aufsetzen kann, ich habe mein 1% Management Fee und mein 20% Carry, ich finde das sehr faszinierend und ich bin, also wenn du mir jetzt einen Tower geben würdest, ich würde es auf Enzyme setzen, ich bin ganz ehrlich, und dann gucken, wo ich es noch staken kann, wo ich es noch weiter einsetzen kann. Ich finde es immer ganz schön, gerade in Protokolle zu investieren, die mich einfach exciten, also wo ich mir einfach denke, ich finde das so cool, was ihr macht. Ich glaube wirklich daran, was ihr macht. Der Use Case ist so glasklar, weil natürlich auch bei Fund-Administration geht es ja auch wieder um Transparenz, darum kann ich den Menschen glauben, weil ich meine, es gibt so viele Investment-Funds und die Investment-Funds, das ist ja pures Vertrauen. Also ich gebe dir Geld, und zwar wirklich nicht wenig, dass du das Geld für mich und meine Nachkommen, weil meine Familie, mein was auch immer vermehrst und ich muss dir vertrauen können. Ich muss dir wirklich vertrauen können. Und deswegen ist ja auch das Asset Management, die einzig echte Währung, die das Asset Management hat, ist Vertrauen. Und das Traditionelle, und das ist auch gut so. Aber dass ich das jetzt habe als DeFi-Protokoll, finde ich unglaublich faszinierend. Also würdest du mich heute fragen, ich würde entweder Enzyme Coins kaufen, MNL, oder in einen der Funds reintun, da einfach gucken, was passiert. Enzyme ist also sowas wie, ich kenne das, Token-Sets habe ich bisher gekannt. Also das ist im Prinzip, dass man man kann ein eigener Kryptofondsmanager werden und dann entsteht daraus ein Token, ja. Und den können andere Leute dann kaufen und kaufen damit im Prinzip Anteil an dem Portfolio, was du verwaltest, ne? Korrekt. Okay, gut. Ja. Also im Vergleich zu klassischen Finanzprodukten eigentlich wie ein ETF, könnte man das so sagen, bloß eben mit Krypto. Genau, es ist ein ETF, nur dass ich halt, das,
dass ich halt, ich könnte mit den 1000 Euro dann mein ETF rausbringen sozusagen. Also ich könnte das, es gibt keinerlei Beschränkungen. Und ich denke mir, das wird schon interessant, wenn wir in dem Moment, wenn wir jetzt zum Beispiel tokenisierte Shares da nochmal reinbekommen oder zumindest synthetische Shares. Dadurch wird es interessant. Und ich habe jetzt mal, also was ich sehr genossen habe auf Enzyme.finance ist, ich bin durch die Seite gescrollt und ich habe mir ein paar, da sind immer Factsheets dabei, und ich habe mir ein paar Funds angeguckt und ich bin jetzt nicht unendlich tief gegangen, ich habe keine Due Diligence gemacht, zwar einfach reingucken, aber da war zum Beispiel ein Fund, ich glaube Fam irgendwas Ventures, und hat geschrieben, er ist ein Hedgefund-Manager, who went into crypto. Und ich meine, wie viele normale Menschen, ja, haben die Möglichkeit, ihr Geld in den aktiv gemanagten Fund von einem Hedgefund-Manager zu investieren, der vielleicht, aber den sonst normale nur professionelle oder institutionelle Investorenzugriff haben mit ab 50.000 oder 100.000 Euro Investments. Und das sind ja Leute, die produzieren signifikantes Alpha, also einen signifikanten Profit. Und ich finde es einfach, also wenn wir darüber sprechen, dass ich Finance demokratisiere, das ist genau das. Das ist genau das. Muss ich aber mal einhaken, Ralf, ja. und Simon, das ist kein ETF. Simon, du hast gerade selber gesagt, aktiv gemanagt. So, und das ist die alte Schule, das sind alte Aktienfonds oder alte Fonds. Und ach so. ETF ist passiv, der ist überhaupt nicht gemanagt. Also die müssen schon ein bisschen was tun, wenn der Index angepasst wird, haben sie ein bisschen Stress, müssen sie das alte Zeug verkaufen, neue kaufen. Aber das, was du über Enzyme.finance machen willst, sind halt aktiv gemanagte Fonds. Ich würde nicht Fonds sagen, ich würde sagen Portfolios. Und Portfolios, ja. Und ich denke mal auch, wenn du Token reinkaufst, dann muss der Token ja entsprechend dem hinterlegten Smart Contract, also da ist es ja hinterlegt, werden ja die Assets nachgekauft. Sondern es entstehen neue Token und mit dem Geld, was in diese neuen Tokenproduktion reinfließt, wird ja auf, sag mal, auf die Assets, die du in dem Portfolio drin hast, wird ja gleichmäßig wieder verteilt. Ist das so richtig? Ja, ne? Ich muss ganz ehrlich gestehen, genau das, ich habe mich so auch gefragt, ich habe mich schon, als ich überlegt habe, selber aufzusetzen, ich habe auch noch nicht rein investiert. Ich weiß nicht, ob er dann neue, der Fundmanager dann neue, das Geld quasi neu ausgeben muss oder ob es automatisch umgelegt wird auf Sonst müssten ja die Token so vorgehalten werden. Das heißt, ich mache mal ein einfaches Beispiel. Ich habe einen Fonds, ein Portfolio, wo ich Ethereum, Bitcoin und Dash drin habe. Nehmen wir mal noch einen vierten Dogecoin von mir aus. So, wenn ich jetzt da, sagen wir mal, 1.000 Dollar oder 1.000 Euro tue, muss ich entsprechend der Aufteilung von den Assets, müssen die Assets im Original nachgekauft werden. Oder jemand, genau so funktioniert das. Genau. Ja. Also kann es nicht funktionieren. Also ich kenne das, wie gesagt, von den Tokensets so, aber ich denke, das ist, wenn ich jetzt höre, dass es Enzyme das auch macht und da gibt es noch was anderes. Ich denke, da gibt es einige Seiten. Du sagst als Ersteller dieses Fonds eigentlich, wie gewichtet von 100% sozusagen, wie gewichtet welche Token in dem Ding drin sind. Dann entsteht ein Smart Contract sozusagen, der deinen Fonds darstellt, der weiß genau, wie viel Prozent er von welchem Token in sich drin haben soll. Dann gibst du dem dein Anfangskapital, was du als Fondsmanager schon hast, und dann kommen andere Leute und können, und dann kauft der das Protokoll sozusagen in der Gewichtung von deinem reingegebenen Geld diese Token auf, und alle Leute, die dazulegen, kauft das Protokoll dann sozusagen diese Token auch wieder genau in der Wichtung nach. Und wenn ich das richtig verstanden habe, entsteht daraus dann ein Token, ne, Simon? Also die Leute kaufen dann, geben im Prinzip nicht ein Geld als reines so in dieses Protokoll rein, sondern sie kaufen einen Token dieses Fonds, und mit dieser Ausgabe geht das Geld dann in den Smart Contract rein, und der geht los und kauft dann zum Beispiel, ich habe ja gerade gesehen, man kann auch Liquiditätspositionen von Uniswap mit in diesen Dings rein, in den Ding reinlegen. Das habe ich bisher auch noch nicht gewusst. Ich dachte, es wären nur ERC-20-Token, die halt so, also normale Token, aber dass man sogar Liquiditätspositionen bei dezentralen Börsen mit reinnehmen kann, ist auch interessant. Die haben ja am Ende auch einen Wert, ja, weil die auch zwei verschiedene Token darstellen. Und coole Sache. Das alles sind erst von der Kreativität her, wie man das mixen, was man da noch alles mit reinkommt, das ist ja erst der Anfang aller Ideen, die da stattfinden. Ja. Und das wird ja eine Kreativitätsexplosion noch nach sich ziehen, wo ich denke, da wird der klassische Markt, der regulierte klassische Markt, ja überhaupt nicht mitkommen können. Ja. Und das ist ja auch das Witzige.
Entschuldigung. Ich finde, das ist ja genau auch das, was DeFi ist, dass es uns diese Tools, die es bisher nur professionellen Leuten zur Verfügung standen, jetzt wirkt. Wir könnten jetzt zum Beispiel den Folge 30 DeFi.jetzt-Fonds eröffnen und könnten andere Leute daran teilhaben lassen. Jetzt weiß ich nicht, wenn wir das jetzt hier so sagen, da kommt wahrscheinlich die BaFin, weil man dann ja wieder irgendwelche, bin ich mir nicht ganz so sicher, aber das ist es. Es gibt uns das alles, diese Macht in die Hand. Ne? Geile Sache. So, Simon, da du unsere dritte Frage nicht so richtig beantwortet hast, weil die meisten haben immer konkrete Assets gesagt, du hast dich jetzt ein bisschen rausgewunden, indem du da die Entscheidung, welche Assets konkret investiert werden sollen mit dem Geld, hast du ein bisschen an jemand anders delegiert. Jetzt solltest du mal ein bisschen Farbe bekennen, welche Kryptowährung oder welche Kryptoassets findest du gut und warum? Es ist fast schon eine religiöse Frage dieser Tage. Ich bin auf jeden Fall bullish auf Ethereum immer gewesen, immer noch. Aber um was Kontroverses zu sagen, ich bin auch ein Fan von Cardano. Wieso bin ich nicht auch gestern auf dem Cardano Summit hier in Berlin? Das T-Shirt ist noch von denen. Wieso auf Cardano? Weil ich habe fast 1,5 Jahre meines eher noch jungen Lebens in Afrika verbracht. Und ich finde die Vision, die Charles hat, unglaublich bestechend, weil von meiner Erfahrung her, ich habe unglaublich tolle Menschen kennengelernt, unter anderem meine Verlobte, aber auch unglaublich viele Probleme gesehen. Und ich glaube, dass es unglaublich viel kreatives Potenzial in Afrika gibt, aber es braucht, aber die Idee, dass wir eine Cryptocurrency schaffen, die jetzt deployed werden soll in developed und in Drittweltländern und emerging markets, um da Strukturen zu schaffen, dass da eigene Systeme gebaut werden können, die auch viel mehr verbunden sind in die Realwirtschaft, finde ich unglaublich spannend. Also das ist halt, wo ich herkomme, und da finde ich die zumindest von dem Narrativ so unglaublich ansprechend, was Cardano da macht. Ich weiß nicht, ob es klappen wird. Ich kann nicht in die Glaskugel gucken, aber ich würde es mir wünschen. Haben die jetzt endlich mal ihre Smart Contracts rausgegeben? Sollte das nicht vor 2 Wochen, 3 Wochen schon passieren? Also in der Krypto-Szene kann ich nur sagen, wird das als großer Scam immer gesehen, was alles, was um ADA so geht. Weil der Charles Hoskinson, der steht es immer so, also der erzählt immer viel, aber da passiert so wenig. Ich würde nicht sagen, dass wenig passiert, weil ich bin auch dabei, einen Dex zu beraten, der auf Cardano gelauncht werden soll. Okay. Da ist schon ein Delay. Also das kann man ja nicht leugnen, dass der Delay da ist. Aber zum Beispiel die Sache, dass sie auf Haskell bauen. Ich bin kein Programmierer, wenn jetzt gerade ein Programmierer zuhört und der findet, dass ich Unsinn erzähle, kann er gerne mir das schreib mir und sag mir, wo ich falsch liege. Aber so wie ich es sehe von den Gesprächen, die ich geführt habe, macht es durchaus Sinn, diese Verträge auf Haskell zu schreiben, weil das jetzt in den kleinen, sehr einfachen Verträgen macht es keinen Unterschied, ob ich jetzt Solidity benutze oder Haskell. Aber bei den komplizierteren Verträgen irgendwann macht es einen Unterschied. Und das ist auch, weswegen Haskell kommt ja eigentlich aus dem Bankenbereich, aus dem IT-Bereich, dass da viele, viele größere Anwendungen auf Haskell geschrieben worden sind. Und allein dieser einfache Schritt, dass sie eine Programmiersprache gemacht haben, die deterministisch ist, wo ich immer meinen Output kenne, wo ich niemals eine unerwartetes Event haben kann, macht für mich sehr, sehr viel Sinn, wenn ich mir Smart Contracts angucke, weil es ja nichts anderes sind als digitale Verträge. Daher, also von dem Bereich macht es ja schon Sinn. Und eine Sache, die ich immer von Institutionellen bekomme, ist ja, wieso jetzt brauchst du jetzt eigentlich den Bitcoin? SEPA funktioniert doch. Und Visa ist sogar schneller. Weißt du so? Und man muss ehrlich sagen, ne, das ist ein gutes Argument. Aber dieser Gedanke von der Disruption, dass das erst ein French Case ist, ne, die Digitalkameras, die am Anfang super schlecht waren, nur für ganz bestimmte Leute wichtig waren, die dann irgendwann die Analogkameras komplett disrupted haben. Inzwischen haben wir weder Kameras, haben wir alles in unseren Handys. Aber das wird sicher den Weg gehen, aber diese Idee, dass den Service, den wir eigentlich, den gerade Cryptocurrencies bringen, eigentlich für entwickelte Nationen viel, viel wichtiger ist, weil wir haben funktionierende Institutionen. Haben wir. Nicht immer die besten, sind auch langsam, gehen immer noch per Fax, aber sie funktionieren irgendwo. Während du halt in den Case schon machen kannst, dass du, wo du in Ländern, wo es keine funktionierende Institution gibt, in dem Moment, in dem die ersten Projekte funktionieren und die Leute sich dafür begeistern,
kann es richtig dynamisch werden. Und also das ist die Vision und ich kann mir vorstellen, dass es funktioniert. Also es ist eine Wette, die Charles macht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es funktioniert am Ende. Ja, es gibt einige neue Projekte, wo die in Afrika aufsetzen, zum Beispiel auch eine dezentrale Versicherung. Die wird auch in Afrika mehr angenommen als in unserem regulierten, also eine Blockchain-basierte Versicherung, eine Absicherung heißt das ja dann, weil damit es nicht unter die Regulierung fällt in Deutschland. Das ist viel, viel leichter angenommen und vor allen Dingen, es bringt denen das auch was. Und man hat jetzt bei uns nicht den ganzen Regulations-Overhead, wo ja alle nur, jede Schicht frisst ja Kosten. Und ja, die Einfachheit und das Vertrauen, was so nicht vorhanden ist, weil es keine Institutionen gibt, das wird eben technisch dann durch Blockchain in solchen Ländern wie Afrika, vielleicht auch Mittelamerika, siehe El Salvador, irgendwie hergestellt. Ne? Ja. Noch eine Frage, Simon, wie gut kennst du dich da mit Cardano aus, wenn du da auf dem Cardano Summit gestern warst? Ich finde das immer eine gefährliche Frage. Ich bin kein Entwickler. Dementsprechend von dem Standpunkt eines Entwicklers gar nicht. Von einem Business-Standpunkt her, also ich habe das schon länger begleitet, ich bin investiert, ich lese mir gerne den News Cycle durch, aber es ist jetzt auch nicht, womit wir direkt über dieses Network arbeiten, sondern es ist wirklich mehr was ich privat und persönlich mache. Aber ich würde sagen, ein bisschen, schon ein bisschen. Kommen wir mal zur nächsten Folie. Was macht das Dekus-Netzwerk? Dekus Network, wir sind, Dekus steht für Decentralized Custody und wir kommen aus einer Idee, die eigentlich aus dem traditionellen Banking bekannt ist. Wenn man den Custodian, den gibt es ja jetzt in unserer neuen Welt, ne, das sind Wallets und so, aber in der alten Welt gab es den ja auch schon, Wertpapierverwahrung. Und es gibt auch einige Regeln mit Depots und ich will jetzt nicht zu tief in Details gehen, aber eine Bank in der klassischen Welt arbeitet mit bis zu 50 Subcustodians. Das hat eine ganze Menge von Gründen, regulatorische Gründe, Einfachheitsgründe, Kostenmanagementgründe. Und zum Beispiel ist auch bestimmte Regeln, dass wenn du ein Investmentfund bist, dass du dein Cash nicht unbedingt alles in einem Bankaccount haben darfst und noch nicht mal in derselben Institution, sondern dass du verschiedene Accounts haben musst bei verschiedenen Playern und dass du auch bestimmte Accounts, Duty of Segregation, dass du musst für bestimmte Dinge getrennt halten. Und was ich damit sagen möchte im Grunde, ist, Custody ist nicht einfach in der traditionellen Welt. Es gibt einige Bestimmungen, weswegen ich mehr als einen Provider benutzen sollte und es gibt einige Bestimmungen, wieso es auch Sinn macht. In der Kryptowelt, in der wir jetzt befinden, sehen wir schon von vornherein, sehen wir eine Spaltung zwischen der sogenannten Self-Custody und der Custodial Custody. Was im Grunde nur ein Outsourcen von Liability ist. Also ich mache dich verantwortlich, Tor, wenn du mein Custodian bist, wenn du du hast dann meine Private Keys, du hast Verantwortung dafür, dass die nicht verschwinden. Und sollten sie verschwinden, bist du haftbar dafür. Und damit bin ich der Bürde oder habe ich nicht mehr die Bürde, für meine Assets selber verantwortlich zu sein. Ich denke, dass sowohl Self-Custody als auch Custody an und für sich, ohne jetzt den ganzen anderen komplexen Kram hinzuzubringen, absolut, es gibt für beides Use Cases. Also ich denke, das ist ganz klar. Ich glaube, wenn ich weiß nicht, wie es euch ging, ich weiß nicht, wie viel Kryptowerte ihr habt, aber wenn ihr 100 Millionen Euro in Kryptos hättet, ob ihr wirklich für die Private Keys, wir alle dafür selber verantwortlich sein wollt, wahrscheinlich nicht. Also ich zumindest nicht. Ich würde zumindest die Hälfte bei jemandem lassen, der den ich verklagen kann, wenn er sie verliert. Einfach aus Risikomanagement. Da fängt das mal an. Dekus ist ein System, mit dem man Self-Custody und Custody orchestrieren kann. Allerdings ist es nur der Anfang. Wenn ich jetzt zum Beispiel mehr als einen Custodian habe, wieso sollte ich mehr als einen Custodian in der Kryptowelt haben? Wieder Risikoverteilung. Ich möchte nicht immer alle meine Assets nur bei einer Person haben oder bei einer Institution, weil ich habe Hochfrequency Trading, die haben einen Vorfall von sonst irgendeiner Art, der Server geht down für den halben Tag oder so, das will ich nicht. Ich will ja Zugriff zumindest auf einen Teil meiner Assets haben. Dann nicht alle Custodians bieten jetzt die volle Brandbreite von Assets an. Alle werden Bitcoin und Ethereum tun, aber jetzt schon über Cardano zu reden, das tun schon nicht mehr alle. Wenn ich jetzt auf irgendwelche exotischen Assets gehe, dann wird es vielleicht noch schwieriger, da jemanden zu finden, der mir aufbewahrt. Dazu kommt jetzt nochmal, um es noch komplizierter zu machen, jetzt gab es in Deutschland gerade wieder, wir haben es wissen, wir haben die Crypto-Custody-Lizenz, jetzt gibt es eine neue Lizenz,
die Crypto Security Lizenz oder die Fähigkeit jetzt, dass Finanzinstitute, Depotbanken meines Wissens nach jetzt richtige Aktien auf als Crypto Securities rausbringen können. So, ich möchte jetzt, wenn ich mich in die digitalen Asset Sphäre bewege, möchte ich ja jetzt nicht, dass ich nur Bitcoin haben kann und nicht die Crypto Securities, sondern auch wenn ich diese Crypto Securities haben möchte, möchte ich auch wahrscheinlich auch meine anderen digitalen Assets haben. Jetzt habe ich aber, wenn ich jetzt meine Crypto Securities haben möchte, ich möchte meine Bitcoin haben, ich möchte meine exotischen Assets haben, dann habe ich schon mal drei Provider. Diese drei Provider muss ich jetzt in einem System, in einem System Endpunkt einbauen. Und jetzt kommt dazu, wenn ich das habe, dann habe ich ja noch andere Dinge, wie zum Beispiel, ich habe jetzt eine Person, die hat jetzt Assets verteilt über diese drei Provider und ich möchte einen aggregierten Blick darauf haben, über meinen Account und welche Assets sind da drin. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu verwirrend. Ich finde, es ist manchmal nicht ganz einfach zu sagen, was wir machen, aber runtergebrochen, wir glauben an eine Multi-Provider-Solution, wo man seine Assets hintun wird und wir orchestrieren das. Jetzt erklär's mal für die anderen, die mit Custody, und dann hast du noch zwei Arten von Custody angesprochen. Erklär das nochmal ein bisschen. Genau, also wir reden über die Verwahrung von den privaten Schlüsseln. Und da gibt es nur zwei Arten dieser Verwahrung. Einmal die Selbstverwahrung und die Fremdverwahrung. Und die Selbstverwahrung ist, glaube ich, das, was am bekanntesten ist, das, was am Anfang immer gemacht worden sind. Das beste Beispiel, was ich persönlich für die Selbstverwahrung finde, ist der Ledger, der kleine USB-Stick, auf dem man seine Kryptos tun kann. Und ich glaube, für zum Beispiel Fremdverwahrung, ein ganz guter Provider in Deutschland, ist zum Beispiel die Tengeni GmbH aus München, die da viel gemacht haben. Ein anderer guter Provider wäre jetzt die Finur GmbH aus Berlin. Das sind jetzt institutionelle Ledgers, wenn man so möchte, die kümmern sich darum und die sind dann auch haftbar dafür, dass sie deine Werte haben. Im Moment ist es hauptsächlich zugänglich für institutionelle Kunden. Ich habe noch keinen Endkundenservice für Custody gesehen, für Wertpapierverwahrung, Kryptoverwahrung. Nur Coinbase hat jetzt was. Machen sie auch, aber ich dachte, die haben jetzt in ihrer App, ist es wieder Selbstverwahrung. Oder machen sie auch, dass sie das verwahren? Ja, auch verwahren. Richtig, Custody. Ich hatte die in meinem Mieter im August und das ist eine richtige Full Custodial und auch eine Trade-Lizenz für Krypto. Aber für Konsumenten oder nur für Sowohl als auch, also für Privatkonsumenten als auch zum Beispiel die Deutsche Telekom, die tut für ihr Validator as a Service Angebot von Zelo, die tut auf dem dortigen Custody Angebot sozusagen ihre Zwischentoken, also beziehungsweise ihre Assets halten. Nee, ist interessant. Ich finde das absolut gut, wenn es endlich mal eine Endkundenlösung dafür gibt. Also ich weiß nicht, wo der Punkt ist, dass ich mich mit meinem Ledger nicht mehr wohlfühlen würde, aber ich kann mir vorstellen, dass der Punkt irgendwann kommt. Ja, den zweiten Ledger. Vielleicht für unsere Zuhörer. Man könnte die sogenannte Selbstverwahrung, also wenn man sein eigenes Wallet hat, könnte man das auch mit dem klassischen Sparstrumpf, den man zu Hause hat, von Großmutter vergleichen. Oder wenn man sein Geld oder sein Gold einfach lokal zu Hause bei sich in der Kassette hält, dann nennt man das Self-Custodian oder auch eine Non-Custodial-Verwahrung, wenn man das zu einem, also so wie wir die meisten von uns, ihr Geld und oder auch das Gold vielleicht oder Aktien bei der Bank verwahren, dann ist das eben ein Custody, ein Verwahrungsservice. Und genauso ist es hier mit diesen Custody-Services, die Private Keys betreffen, wo man on behalf of, das heißt für den Nutzer natürlich gegen Geld, diese Verwahrung wie bei klassischen Geld- und oder Schließfachangeboten vornimmt. Ich habe noch mal eine kurze Verständnisfrage. Ergänzen will ich noch was. Und zwar das, was du angesprochen hast, der Ledger ist eine Hardware-Wallet, übrigens eine von den schlechtesten. Tor immer mit dem Hate gegen Ledger. Welche würdest du empfehlen? Tresor oder auf welche würdest du gehen? Na, wir haben der Mario und ich, also der Mario hat die nochmal getestet gehabt, die SecureX Hardware Wallet. Ich hatte die bei mir auch schon im Hardware Wallet Führer vor 2 Jahren getestet gehabt und
Das ist eigentlich eine Hardware-Wolle, die recht gut ist. Und da gibt es in dem Metier noch eine ganze Reihe von anderen, die bedienerfreundlich sind. Und der Ledger ist halt, finde ich, hochgradig bedienerunfreundlich. Ich muss noch mal eine Lanze brechen für Ledger. Also ich halte jetzt gerade meinen, seit 4 Jahren begleitet er mich, mein treuer Gefährte, hier mein kleiner Ledger. Und mit dem mache ich alles. Also dem vertraue ich mein ganzes Geld an, muss ich sagen. Die Bedienung ist ein bisschen fricklig, das stimmt, aber der macht am Ende alles, was er muss. Ne? Also ich muss sagen, ich würde auf einen Mix setzen, und zwar auf eine Multisignaturablage, wo ich einen Teil meiner Schlüssel, um in die Multisignatur zu kommen, vielleicht in zentralen Custody Services habe, die vielleicht auch mit einem Key Revoking oder mit einer Key Rotation aufwarten können. Und vielleicht mal kombiniert mit 2 Hardware-Wallets. Multisignatur heißt, ich brauche mindestens 2 oder mehr Unterschriften von vielleicht 5, um dort was auszulösen, sozusagen meine Transaktionen zu speichern. Da könnte auch mal passieren, wenn ich dann mal ein Handy oder ein Ledger verliere, geklaut wird, beim Brand zerstört wird oder mechanisch, und ich habe den sogenannten Seed nicht, dass ich die Schlüssel wieder herstellen kann. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Daher würde ich mal gerne zurückkommen. Das heißt, Decentralized Custody Services Network, das ist ja in eurem Namen. Und wie wollt ihr diese technische Dienstleistung sozusagen, die dahinter steckt, wollt ihr das alles nur aus eigener Kraft anbieten oder seid ihr eine Aggregation von technischen Services? Wie ist das zu verstehen? Wir sind ein Aggregator. Wir haben ein eigenes, eigenes Wallet. Das ist ein MPC-Wallet. Wir hatten am Anfang ganz normale Wallets. Jetzt werden wir ein MPC-Wallet auf den Markt bringen. Und daneben ist dann dieses, wir nennen das den Custody-Router, wie den Router, den man kennt, der sich in verschiedene Systeme einwählen kann. Und dadurch sind wir ein Aggregat. Also man kann sich das vorstellen, man hat ein eigenes kleines Wallet-System oder Account-System, einfach um zu starten. Und dann kann man sich, je nachdem, wie man wächst, dann in andere Dienstleistungen einwählen, wie zum Beispiel eine Dienstleistung von einem regulierten Kryptoverwahrer aus Deutschland, die Tangany zum Beispiel. Und um vielleicht auf die nächste Frage einzugehen, das dann aber auch global. Also man hat jetzt eine Institution aus Deutschland, die dann anfangen kann, aggregiert in einem Interface Zugriff hat auf einen deutschen Kryptoverwahrer und dann vielleicht für bestimmte Kundenverhältnisse ein aus England, weil die ja dann nicht mehr Teil dieser europäischen Jurisdiktion sind, vielleicht dann auch im Mittleren Osten noch einen anderen Kryptoverwahrer, auf den sie Zugriff haben, und den USA, was auch heißt, dass wir absolut global auftreten werden. Also wir haben jetzt hauptsächlich unser Netzwerk in Europa und den USA aufgebaut, weil das sinnhaft ist. Es gibt noch nicht so viele Investmentbanken, die das dann wirklich über die verschiedensten Erdteile gleichzeitig machen. Die meisten versuchen halt irgendwas langsam aufzubauen, meistens noch sehr lokal, aber unsere Vision ist, dass es absolut global als Schnittstelle diese lizenzierten Anbieter, Kryptoverwahrer aggregieren über eine API-Schnittstelle. Also wir sind ein Aggregator. Besteht denn dann nicht wieder, wenn wir schon von dezentral reden oder dezentraler Custody, dann sagt man ja, man will doch bei dezentral die Intermediäre ausschalten. Würdet ihr an einer solchen Stelle nicht dann wie ein aggregierter Intermediär wirken? Ja, das könnte man sagen, weil wir das Nadelöhr sind. Jetzt will ich dazu nicht zu viel sagen, aber wir haben so ein paar Überlegungen, ob man sich das auch quasi in einem Smart Contract machen könnte. Also ob nicht dieser Aggregationsservice auch dezentralisiert sein kann. Aber im Moment macht das auch keinen Sinn. Also im Moment ist es noch so viel, auch gerade wenn wir auf die Regulatorik gucken müssen und es geht darum, einen Service zu schaffen, der benutzt wird. Und gerade auch für Institutionen in Deutschland, mit denen wir reden, ist DeFi noch überhaupt kein Thema. Ne? Also es geht dann um Bitcoin und vielleicht noch um Ethereum. Aber nur für eine passive Werteinlagerung, dass man das endlich mal den Kunden anbieten kann. Aber jetzt sich in irgendwelchen DeFi-Protokollen zu
ja, zu engagieren oder eine Liquidity-Position aufzubauen bei einem dezentralisierten Exchange ist. Also das ist, also um vielleicht kurz eine Sache zu sagen, also viele Institutionen tun sich ja schon schwer damit, bei einer Krypto-Börse sich anzumelden, weil das eine unregulierte Counterparty ist. Jetzt anzukommen und zu sagen, hey, geht nicht nur zu einer unregulierten Counterparty, aber geht zu einer unregulierten Counterparty, also zu einer unregulierten, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt, Vertragspartner, oder man schließt ja keinen richtigen Vertrag, aber geht zu einem unregulierten Partner, der noch nicht mal eine Adresse hat. Das geht nicht. Werdet ihr selbst als Custody oder Digital Asset Provider auftreten, also sprich BaFin-Lizenzen oder eine FINMA-Lizenz beantragen? Kann das passieren oder ist das nicht euer Ziel? Nee, wir hatten 2019 überlegt, ob wir in der Scout-Phase reingehen, ob wir sagen, also ob wir das anfangen wollen. Mhm. Wir haben uns aber dagegen entschieden. Wir wollen ein Infrastruktur-Dienstleister sein und das ist uns sehr wichtig. Wir wollen keinen End-Service bauen. Wir sind ein Dienstleister, wir sind Infrastruktur und wir fühlen uns da sehr wohl und wir haben keine anderen Ambitionen, außer Infrastruktur zu geben. Und du hattest ja schon mal ein paar Firmen genannt. Ja. Kannst du die vielleicht nochmal wiederholen und gibt es noch weitere, die gerne Teil eures Angebots sind? Ich beschränke mich immer gerne so auf drei, vier Anbieter, die ich immer sehr gerne nenne. Das ist allen voran die Tengeni GmbH aus München. Das sind unglaublich kompetente, unglaublich intelligente und freundliche Münchner, kann man ja da sagen, die da ihren Service aufgebaut haben, schon seit ganz, ganz früh, seit der ersten Stunde. Ich denke, einen Dienstleister, den man immer auch nennen muss, ist die Finor GmbH hier aus Berlin. Zwei Unternehmensberater, die das sehr geschickt und sehr intelligent und auch mit wirklich perfektem Timing aufgebaut haben in ihren Service, aber auch eher für Institutionen. Aber dann einen anderen, kein lizenzierter Service Provider, aber einen anderen Dienstleister oder Produzenten, den ich immer nennen möchte, ist die GK8. Das ist ein Unternehmen, das kommt aus Israel, aus Tel Aviv. Das ist gegründet worden von Leuten, die in der IDF, Israeli Defense Forces, waren und in der Cyberabwehr gearbeitet haben. Und die haben mich mir sehr beeindruckt, weil was sie gesagt haben, war so, ich paraphrasiere jetzt, aber so, wir haben es nicht gebaut, dass mit dem nicht rankommen. Wir haben das gebaut, dass andere Regierungen da nicht rankommen. Und das ist so, also von der, wenn man wirklich ein sicheres System möchte und wirklich Werte hat, die wo von 100 Millionen oder so reden, dann finde ich das unglaublich stark, auch solche Systeme zu benutzen. Aber ich denke, es wird eine Mischung sein. Man wird eben im Haus eine Selbstverwahrungsoperation haben, indem man bestimmte Assets vorhält. Man wird bestimmte Assets auslagern. Dann wird es darüber Gedanken geben, okay, das hier geht es darum, schnell zu handeln. Hier geht es darum, einfach Sicherheit zu haben. Hier geht es darum, einfach nur eine Risikoverteilung zu haben. Ich könnte jetzt noch so viel, zum Beispiel, kurz, ich mache einen kurzen Exkursion. Nicht alle Assets bedürfen auch derselben Security. Zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Security-Token issue in einem Smart Contract, der ein ERC 1400 ist, also ein ERC 1400, das ist jetzt ein bestimmter Smart Contract, den ich noch updaten kann, im Gegensatz zum Beispiel zu älteren Versionen des ERC 20, der einmal, wenn er gemacht worden ist, nicht mehr geupdatet werden kann. So, jetzt habe ich diese Art von Smart Contract. Ich tokenisiere mein Haus in 1000 Tokens und jemand verliert diese 1000 Tokens. Ich kann dann quasi rein wieder in diesen Smart Contract gehen und diese 1000 Tokens burnen und die wieder ausstellen. Das heißt, das ist was anderes, wenn ich die verliere, als wenn ich so mein Bitcoin verliere. Also da auch wieder ist eine Abstufung von dem Level und das ist eine Kostenfunktion am Ende. Wie viel Geld ist mir das jetzt wert? Also wie viel Geld kostet es mich zu burnen? Wie viel Geld kostet es mich, da eine Hochsecurity draufzulegen, die jetzt nicht gemacht ist? Und wegen diesen ganzen Faktoren, und das ist eine komplizierte Kostenfunktion. Und was wir jetzt im Grunde tun ist, wir optimieren die, indem wir verschiedene Systeme über eine API zusammenstützen. Und so ein Web-Oberfläche oder ist das, oder habt ihr eine App? Wie mache ich denn da die Verwaltung bei euch? Wir haben angefangen als ein kompletter reiner Backend-Service, also einfach nur eine Schnittstelle. Wir haben aber gemerkt, dass das, und ich glaube, das ging vielen Unternehmen so, dass das nicht unbedingt einfach zu verkaufen ist,
weil dein Kunde sich das, das ist ohnehin schon ein kompliziertes Produkt und man kann sich das nicht vorstellen, wenn der jetzt einfach nur so ist. Wir haben jetzt eine Web-App, mit der man das machen kann. Das kannst du dir so vorstellen. Gibt's, der erste Screen ist, du kannst dir deine Organisation bauen. Du kannst sagen, das sind meine Teams, das sind die Custody, wir nennen sie Custody Units, Verwahrungseinheiten, die man dann auf diese, die sich einstellen kann, wie viele Verwahrungseinheiten möchte ich haben, was sind die Teams, die darauf zugreifen können und was sind die Ausgänge zum System, weil ich möchte ja, ich habe hier eventuell On-Ramps, wo jetzt neue Kunden reinkommen und neues Geld oder ich habe einen Tor zum zu dem Sekundärmarkt, also zu Kryptobörsen. Ich habe eventuell einen Tor zum Primärmarkt, also zu neuen Token Issuance. Ich hoffe nicht, mein Englisch ist furchtbar, ich muss mich dafür, das ist ziemlich hart rein. Token herausgeben. Über die Jahre. Ja, Token herausgeben, danke Tor. Genau, und das ist der erste Schritt. Du baust dir deine Organisation, du guckst dir an, welche Elemente möchtest du haben, wo sind die Eingänge und Ausgänge. Und dann verbindest du es mit den Ressourcen, du setzt die Teams und dann hast du im Prinzip ein Operations, also ein Operations Dashboard, ein Interface, in dem ich sehen kann, was bewegt sich, was ist mein Logbuch von Aktionen, die hier passiert sind, wann ist es passiert, ich habe gewisse Risikoindikatoren, ist eine Verwahreinheit überfüllt, habe ich irgendwelche Aktivitäten, die rausfallen aus den normalen Mustern. Genau, so kann man sich das vorstellen. So, und der Unterschied zwischen klassischem Schließfach und eurem Angebot, kannst du den vielleicht auch noch mal ein bisschen kurz erklären? Das klassische Schließfach ist, ich vertraue einer einzelnen Einheit. Während du bei uns mit ganz vielen verschiedenen, oder meinst du das klassische Krypto-Schließfach oder das klassische Schließfach im traditionellen Bank? Ich würde eher sagen, der Bank. Aber ich denke mal bei euch, du hast es ja schon erzählt gehabt, ihr habt bestimmte, ich sage jetzt mal, Überwachungsfunktionen. Ja. Dadurch, dass eure Dienste digital sind, kann man da bestimmte Überprüfungen einfach automatisch laufen lassen. Und genau. Ich kriege Rückmeldung. Wenn ich irgendwas im Schließfach habe, kriege ich maximal ein Briefchen von der Bank, dass da entweder eingebrochen ist oder dass ein Wassereinbruch war. Ja. Und meine Sachen, die ich da im Schließfach hatte, jetzt quasi eine Tonne tun kann. Ja, traurig. Nee, bei uns würdest du in Echtzeit erfahren, wenn ein Angriff vorliegt. Und das alleine von der technischen Seite ist ein super spannendes Thema, hat nichts mit Krypto zu tun, aber wie bemerkt man eigentlich, dass man gehackt wird, ist eine sehr interessante Frage. Ja, sehr spannendes Thema. Ein israelisches Unternehmen, mit dem man da zusammenarbeitet? Ja, ja. Kannst du nochmal den Namen wiederholen? Ich habe den vorher nicht verstanden. GK8. Ach doch, GK8 heißen die einfach nur, okay. GK8. Sehr interessante Anekdote zum Namen. Aber wenn man, was haben die mir erzählt? Was ist das Ding, was du nie erreichen kannst? Auch wenn du es willst oder was die Menschen nie erreichen konnten? Ich glaube, es können. Fast der Himmel. Und GK8 ist eine Eindeutung auf das erste Buch Genesis und dann genau den, wo Gott den Turm von Babel zerstört. Klassisch. Okay, haben wir wieder was gelernt, sogar auch, okay, wusste ich noch nicht. Wenn jetzt solche Angebote, die ja dann auch eine technische Aggregation von verschiedenen Sichern oder Anbietern sein können, werdet ihr auch dort verschiedene Wertbegrenzungen haben, also dass ihr eine Limitation habt technische, also eine Wertlimitation, die wir dann in technische, naja, technisch unterschiedlich komplexe Angebote einteilt, um die Assets, die dann verwaltet werden, besonders zu schützen. Nehmen wir an, da ist auf einer Adresse oder auf einem Key 15 Millionen oder mehr drauf, dass man dann so eine Abwägung hat. Wird das auch Bestandteil des Services werden? Absolut. Hundertprozentig. Ganz genau darum geht es. Ganz zentraler Bestandteil, dass wir sagen,
eine Verwahreinheit. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass ich, wenn ich eine Hochsicherheitsverwahreinheit verwende, dass da irgendwas verloren geht, ja. Aber die Chance ist da. Die Chance, auch wenn sie marginal ist, auch wenn der Erwartungswert unglaublich gering ist, die Chance ist da. Und jetzt kann ich mir einfach ausrechnen, was bin ich bereit, im Maximum zu verlieren. Im Moment ist das immer so bei Pi mal Daumen 100 Millionen, dass wir sagen, eine Verwahreinheit darf nicht mehr als 100 Millionen drin sein. Jetzt bin ich halt Benutzer, da werde ich dann Tikus benutzen, um zu sehen, okay, in dieser Verwahreinheit ist jetzt mehr als 100 Millionen drin, jetzt muss ich eine Neubalancierung durchführen, ich muss jetzt bestimmte Werte aus dieser Einheit rausbuchen und in eine andere Einheit überbuchen, was dann ja wieder ein Prozess ist, den ich managen muss, dann wieder eine Transaktion, die wird dann mit dem Multistick, was der Ralf gut fand, freigeschaltet werden, dass die diensthabenden Manager das abnicken und sagen, okay, wir bewegen das jetzt raus und wir wissen, wo das Geld hin ist, eben um niemals diese, wir nennen sie Thresholds, um die niemals zu überschreiten, weil auch wenn ich die besten Wallets verwende, kann, also es ist nicht unmöglich, es ist sehr unwahrscheinlich, aber es ist nicht unmöglich, 100 Millionen zu verlieren ist kein Witz. Und deswegen muss man darauf achten, dass das Risiko muss, es ist pures Risikomanagement. Was bin ich bereit, im schlimmsten Fall zu verlieren? Und diesen Preis, den ich bereit bin zu verlieren, der darf niemals überschritten werden. Gibt es eine Abhängigkeit eures Services bzw. des Angebotes zur ITSA-Klassifizierung? Also da gibt es einmal NFTs, Token, Währungen, vielleicht alle möglichen anderen digitalen Anlageformen. Werdet ihr euch mit euren Angeboten an diese ITSA-Klassifizierung, um es besser zu automatisieren, abzuhandeln, halten oder ranhängen, oder ist euch das egal? Nee, ich finde die Arbeit von ITSA unglaublich stark. Ich hatte das Vergnügen, früh mit ein paar Jungs, die ITSA mit aufgebaut haben, einfach die kennenzulernen und auch zu verstehen, was die eigentlich machen. Und wir hatten ja vorhin, als wir über DeFi-Protokolle geredet haben, also allein die Wörter zu finden, wie man das jetzt beschreibt, ist schon schwer. Und ich glaube, was diese Kategorisierungen sind nicht einfach. Und wenn ich ein System habe, wo ich verschiedene Kryptoverwahrer aggregiere, dann tue ich das, um die größtmöglichste Anzahl von Werten, von Kryptowerten in einem System halten zu können. Und wenn ich das tue, dann, und ich sehe jetzt schon, ich weiß nicht, was habe ich auf einen 1.800 Wert oder mehr, ich habe auf den anderen Decks gesehen über 5.000 Werte, und das sind ja nur Kryptocurrencies, nur Kryptowährungen und Kryptotokens. Wenn ich jetzt sowas habe wie Real Estate, Immobilien-Token noch dazu komme, wenn ich jetzt noch mein NFT-Kunstwerk dazu habe oder ein echtes Kunstwerk, das in den NFT verkauft worden ist, also gab ja diese Überlegung, so ein Picasso in 1.000 NFTs zu spalten, und dann weiß ich genau, welcher Teil von Picasso mir gehört, und ich das jetzt alles in einem Setup, in einem Vermögensmanagement-System haben möchte, dann brauche ich eine Klassifizierung, dann brauche ich Ordnung in dem System. Ich muss ja irgendwie, sonst finden wir, also sonst gibt es keine Möglichkeit, sich da drin zurechtzufinden. Und es sind ja lange Tabellen im Endeffekt. Und da sind wir sehr froh über die ITSA-Token-Klassifizierung und werden uns dran halten und werden so auch im Einklang mit dieser Klassifizierung werden wir unser System einordnen. Okay. Tun wir vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, euer Ziel, eure Vision, mal in einem Satz, Simon. Komplexe Custody-Strukturen einfach machen. Und ihr wollt auch Weltmarktführer werden, oder? Ich denke, ja, wir werden uns eine ganz bestimmte Nische aufbauen, in der wir erleben werden, die eine Mischung aus Regulatorik und technischem Know-how ist. Und wir hoffen, dass wir in unserer Nische definitiv Weltmarktführer werden. Aber es ist definitiv ein umkämpfter Markt. Und ich denke, was die größte Aufgabe sein wird tatsächlich, ist, den Markt richtig einzuschätzen. Also ich glaube, jeder von euch ist eventuell sogar länger als ich in der Kryptoindustrie. Aber was mir in den letzten Jahren, in denen ich jetzt auch schon dabei bin, aufgefallen ist, dass es wirklich sehr unvorhersehbar manchmal ist. Aber wenn Dinge so bleiben, wie wir sie glauben, dass sie sich entwickeln werden, dann bin ich
hoffen wir, dass wir definitiv uns eine Marktführerschaft aufbauen werden können. Seid ihr mit Eigenkapital, also Gründer, gebackt oder wer steht hinter euch? Darfst du das sagen? Wir sind eine Mischung aus Venture Capital und High Net Worth Individuals. Ich bin nicht der klassische Gründer, ich bin nicht aufgewacht mit Ethereum und habe gesagt, das mache ich jetzt, sondern ich wurde angesprochen von einer Gruppe von Investoren, die dieses Unternehmen ausgründen möchte und aufbauen möchte. So, und was denkst du, klassische Banken, werden die mit ähnlichen Angeboten nachziehen oder sind die vom Wissen noch zu weit weg? Sagen wir in den nächsten 2 Jahren. Ich glaube, in den nächsten 2 Jahren wird eventuell weniger passieren, als man sich hofft, aber es wird auf jeden Fall etwas passieren. Ich glaube, ganz ehrlich, es wird ein bisschen, ja, gucken in die Glaskugel. Ich glaube, es wird ein bisschen von der Weltwirtschaft abhängen. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass die Märkte ein bisschen turbulenter werden könnten. Und sollte Krypto auch turbulent werden, also würden wir zum Beispiel einen massiven Absturz mit Bitcoin sehen, der dann auch erstmal so bleibt. Und das haben wir ja in der Vergangenheit durchaus gesehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass dann wiederum einfach die Aufregung des Themas wieder abnimmt. Und was ich zum Beispiel auch häufig gesehen habe, ist, dass es in größeren Organisationen, das ist nicht die ganze Organisation, die in den Bitcoin möchte. Ne? Das ist eine Person oder 2 Personen im Board. Und der ganze Rest des Boards ist eigentlich noch nicht überzeugt. Und wenn es dann kommt und es wieder alles abstürzt und man denkt, okay, der Hype ist vorbei, der Spuk ist vorbei, jetzt geht alles weiter wie normal, dann kann ich mir vorstellen, dass sich da nicht so viel bewegen wird. Es kann aber auch sein, dass es vielleicht, ich finde es unglaublich schwer, es vorauszusagen. Ich glaube, es hängt von der Weltwirtschaft ab. Ich denke, manche Banken werden sich definitiv klar positionieren. Aber ob jetzt die 80% der Banken sich auf Krypto stürzen würden, glaube ich, wird sehr davon abhängen, wie sich die Weltwirtschaft entwickelt und auch wie erfolgreich die ersten Banken, die sich auf Krypto einlassen, wie erfolgreich diese Projekte sein werden. Was dann wiederum ziemlich stark im Bitcoin-Kurs hängt. Wenn die ganzen Anleger, die jetzt in den Bitcoin investiert haben, in einem halben Jahr alle wütend sind, dann werden die Projekte nicht mehr so weit unterstützt werden. Mhm. Und das wird dann sich sehr auf die Bank auswirken. Nun gibt es ja für das klassische Retail-Banking, zumindest in Deutschland, eigentlich auch ein Marktführerprodukt. Da weiß ich, weil ich da selber ein bisschen mal beteiligt war. Die Postbank hat das ja zusammen mit SAP entwickelt, das sogenannte Retail-Abwicklungsbanking, also wo die ehemals Commerzbank, Deutsche Bank jetzt drüber laufen, auch DZ-Bank. Wollt ihr das für, was es dort so ein zentrales System gibt, wollt ihr das eventuell für Custody werden? Ich weiß ganz genau, was du meinst. Und auf der einen Seite ja. Auf der anderen Seite ist die Frage, ob es genau so ein System noch geben wird. Weil das hängt ein bisschen davon ab. Dikus macht absolut Sinn, wenn man sich einen Investment Fund vorstellt. Das ist auch eigentlich unser. Oder jetzt eine Bank, die das ihren Kunden anbieten möchte, in Krypto-Assets investieren möchte. Aber das ist ja diese Position, die Postbank oder die SAP vertritt, ist ja ein viel tiefer integrierter Service, den die anbieten. Mhm. Und der darauf angewiesen ist, dass es Retail-Banken gibt. Und das ist jetzt die Frage eigentlich, die man sich stellen kann mit DeFi, inwiefern es diese Retailbank noch geben wird oder was dann diese Endapplikation sein wird oder ob das alles so, ja, so wie die N26s dieser Welt werden. Also ja, wir können uns das vorstellen, aber es hängt davon ab, wie sich dieser Markt entwickeln wird und wie das Endinterface aussehen wird. Ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, dass das alles im Social Network verschwindet. Okay, das ist eine ganz verrückte Idee, aber Leute vertrauen viel lieber Menschen, die sie kennen. Und wenn ich jetzt sagen würde, um ganz auf unser Anfangsgespräch hinzuzukommen, hey, alle meine Freunde wissen, ich bin der Krypto-Nerd, kann ich nicht der Banker in meinem sozialen Viertel werden, in meinem sozialen Netzwerk? Und dann mache ich das. Also ich sage jetzt nicht, dass so passieren wird. Ich sage nur, es könnte alles komplett anders werden, als wir uns das jetzt noch vorstellen können. Und wenn dem so ist, dann finde ich es sehr schwer zu sagen, wir werden, also ich kann eine Welt vorstellen, in der diese Analogie überhaupt nicht mehr funktioniert. Und deswegen zögere ich dazu, ja zu sagen. Aber ein Zentralregister für Custodian zu sein, ist schon das, was wir werden wollen, ja.
Mario, deine nächste Frage ist dran. Ich muss erst mal vor mich hinlächeln mit der Idee, dass man für sein soziales Umfeld sozusagen der Banker wird, weil ich das ja auch in meinem, ich weiß nicht, wie es dir geht, Simon, aber ich habe es in meinem privaten Umfeld, dass viele Leute sagen, komm, nimm mal hier Geld und leg das jetzt mal in irgendeinen Token an und mach das mal. Und da muss ich immer, da muss ich den Leuten immer sagen, sehr gerne, aber ich kriege schon bei mir meiner persönlichen Aufzeichnung schlecht hin. Ich kann jetzt nicht noch für eure Sachen dann noch Verwaltung mit aufnehmen. Wenn das dann allerdings einfacher wird, mit Hilfe eures Services zum Beispiel, die Aufzeichnung auch besser zu führen vielleicht, beziehungsweise halt einfach die Verwahrung auch leichter zu machen, das reicht ja am Ende auch schon, kann man sich das eigentlich schon gut vorstellen. Na klar, coole Idee. Also, ja. Ziemlich nice. Deswegen, um direkt darauf zu antworten, Mario, ich finde, ich habe auch das Problem, oder das ist vielleicht ein Problem zu sagen, alle wollen dir Geld geben. Ich weiß nicht, also ich habe zum Beispiel das mit meinen Eltern, die und auch meinen Großeltern, die das jetzt gesehen haben, und wenn mir jetzt ein bisschen früher was investiert, dann hat man ja auch ein gutes Alpha produziert, also einen guten Profit irgendwo, und das fällt dann schon auf. Also mein Vater ist technologieskeptisch, bis zum geht nicht mehr, da hat kein Smartphone, aber der möchte jetzt unbedingt Bitcoins haben. Ja, weil ich Simon, jetzt mach doch mal. Und auch ein Grund, wieso ich Enzym so interessant finde, die Idee, genau, dass ich sage, ich habe diese eine Person und da muss mir jetzt nur noch das, also ich finde das auch, deswegen sage ich, und Social Media, sorry, um darauf einzugehen nochmal, diese ganze Influencer, also ich weiß, ich bin keine Person, die auf Instagram hängt, aber man sieht sie halt auch schon bei vielen Menschen, ne, dass die Leute tatsächlich das kaufen, was jetzt der Influencer sagt, und auch wenn er nur 10.000 Follower hat und nicht mehr das, was die Werbung sagt, ist doch schon krass. Mhm. Und ich denke, das wird es dann immer mehr geben, ja. Ja, allerdings sollte man auf die derzeitigen Krypto-Influencer, die sich so bei Instagram, das sind alles Blödsinn, ne? Also die sind meistens Scammer und so. Also Save Moon. Ja, auf jeden Fall, genau, Save Moon. To the Moon, auf jeden Fall. Ja, genau. Aber kommen wir mal, der Ralf, ja, der wollte mich versuchen, wieder hier reinzubringen. Danke, Ralf. Kommen wir dann auf die nächste Frage. Was glaubst du denn, Simon, wie viele Assets, also wie werden denn in den nächsten 2, 5, also x Jahren in digitalen Schließfächern verschwinden beziehungsweise sicher liegen? Also wahrscheinlich, Ralf, das ist ja, du hast die Frage ja schön dazu beigetragen. Ich denke, du meinst also, wie viel? Ja, wir haben jetzt ungefähr geschätzt irgendwie, glaube ich, 80 Billionen Dollar oder Assets im Werte von 80 Billionen Dollar irgendwo in Aktien und so weiter verteilt, glaube ich. Und wir haben jetzt so circa 2 Billionen in Krypto, oder das schwankt immer so um die 2 Billionen, ja, mit Bitcoin und allen anderen drum, CoinMarketCap.com. Und wenn das jetzt weitergeht, dass man, dass wir vor einer Revolution, was die Tokenisierung von Werten betrifft, stehen, dann werden alle Häuser, alle Autos, Kunstwerke, Tod und Teufel, alles könnte tokenisiert, fraktioniert werden, dass man Werteteilung hat, auch dass man Firmenfinanzierung, Zwischenfinanzierung tokenisiert. Also was ist da eine Schätzung, wenn man sowas entwickelt, wird man ja auch eine Geschäftsprognose machen. Was ist da so deine oder eure Meinung, wie viel Werte in Assets, nehmen wir mal einen Dollar ausgedrückt, müssen wir halt, ist heute Leitwährung noch, wie könnte das werden? Gibt es da irgendwo Prognosen? Ich kann dir keinen US-Dollar-Wert sagen. Ja, wir sind ja auch die ganze Zeit dabei, nur US-Dollar zu drucken. Also es wird dann immer schwieriger, das auszudrücken. In so einem inflationären ist ja schwer zu rechnen. Ne? Also würde ich es dir in Bitcoin ausdrücken, würde ich sagen, alle. Also die 80 Millionen. Ich denke, dass 21 Millionen. 21 Millionen, ja. Dass alle Assets tokenisiert werden. Nicht nur alle Assets, die wir jetzt schon kennen, Stock, Bonds, Real Estate, aber sondern auch die ganz viele Assets, die wir uns noch nicht vorstellen können. Also ein bisschen unangenehm, aber das machen ja die Leute, wie in den USA hat man die ganzen Studienkredite. Und was man eigentlich gemacht hat, ist, dass man zum Beispiel zukünftige Einkünfte von einem Menschen tokenisieren kann. Zum Beispiel sage ich, du hast diesen Studienabschluss, du hast diese Noten gehabt, das ist ja nichts anderes als ein Credit Scoring, aber ich kann ja auch diesen Wert tokenisieren und dann anlegen. Also ich denke, wir werden alle Assets tokenisiert haben, die wir jetzt schon kennen, eine ganze Menge neue Assets erfinden. Und ich denke davon, es wird so eine Pareto Efficiency eintreten. Also ich denke, wir werden wahrscheinlich 80% in Custody haben und 20% in Selbstcustody. Wieso 80-20? Mhm. Weil ich glaube, dass
wenn die Leute in ihrer Vergangenheit nicht unbedingt das Bedürfnis hatten, ihre Derivate und ihre Aktien auf ihrem Smartphone physisch zu haben, sodass sie sich da verlieren können, glaube ich, werden sie das auch in der Zukunft nicht haben. Ich habe einen Case dafür, dass ich schon ein paar meiner Assets bei mir haben möchte, auch wenn wir darüber reden, dass ich jetzt vielleicht der Regierung nicht vertraue oder so, gibt es ja auch in meinem Krypto immer viele verrückte Argumente. Kann ich verstehen, kann ich nachvollziehen, aber dass sowas wie jetzt der Wert der SAP oder Siemens auch irgendwie an der Stabilität des Landes hängt, glaube ich, ist absolut, ich glaube nicht, dass diese Werte unbedingt in der Self-Custody abwenden werden. Ich glaube, dass wir 80-20, was immer noch unglaublich viele Werte in Selbstverwahrung sein werden, ne? Also das muss man sich auch mal überlegen, wenn ich sage, dass alle Werte der Welt 20% davon in Selbst-Custody sind, ist das schon eine ganze Menge. Ich fand es eine sehr schöne Ausführung. Kommen wir allerdings leider schon zum Ausblick. Also viel mehr Fragen hat man leider speziell auf Dekus und zu deiner Person nicht. Und jetzt kommen wir zu den Fragen, die wir allen unseren Gästen zum Ende stellen. Was denkst du denn? Wird es in 10 Jahren denn noch Banken geben? Und wenn es die denn geben wird, was werden die denn für Aufgaben haben noch? Ich glaube, dass es Banken in einem gewissen Sinne weiterhin geben wird in der Zukunft. Und zwar in den 3 Themenbereichen, wo zumindest ich persönlich auf jeden Fall immer jemanden eine Institution in der Hand haben möchte. Das ist die Werbung, das ist die Verwahrung, das ist Kryptokasse, die ich möchte, eine Institution haben, der ich vertrauen kann und die haftbar ist. Kasse, die wird bleiben. Ich glaube, und die anderen beiden, das ist sehr klassisch, das kennen die Banken, auch das können die Banken sich vorstellen. Die anderen beiden Bereiche, wo ich Banken sehe, in 10 Jahren, haben sich ja weniger Banken mit der beschäftigt, aber ich glaube auf jeden Fall, das eine wird das Hosten von Smart Contract Wallet sein, weil wir haben darüber geredet, dass es bestimmte Smart Contracts gibt, die ich noch updaten kann. Jetzt überlege ich mir, wenn ich mein Unternehmen als Smart Contract mache, als DAO, und jetzt habe ich, also ich frage mich, ob es in 10 Jahren sein wird oder in 20 Jahren sein wird. Und dann habe ich sozusagen sogenannte Corporate Actions. Ich weiß auch wieder nicht, wie es auf Deutsch heißt. Wenn du Dividenden auszahlst, wenn ich jetzt sage, ich verändere meine Dinge. Und das macht ein traditionelles Finanzinstitut. Das macht irgendeine Firma. Ich kann mir vorstellen, dass das auch ein Bereich sein wird, wo die sich dann finden, weil es Vertrauen ist. Und sehr nah an der Verwahrung, an der Kryptoverwahrung dran ist. Deswegen erscheint mir das ein logischer alternativer Weg. Und dann, da müssen Banken aber unglaublich viele Tech-Ressourcen aufbauen, wäre das Auditing von Smart Contracts. Weil das ist ja auch wiederum ein Finanzinstrument. Ne? Und wenn ich jetzt sage, ich habe eine Million DeFi-Protokolle, aber das sind die 20, die geaudit worden sind und die den Stempel drauf haben von der Bank XY, dann werde ich es vertrauen und dann wird es wahrscheinlich einen Revenue Share Agreement geben. Aber jetzt auch da zum Beispiel der letzte Punkt, da bin ich mir am unsichersten, weil ich mir auch andere Wege vorstellen. Die Wertpapierverwahrung sehe ich auf jeden Fall und das eventuelle Hosten von bestimmten Smart Contract Wallets sehe ich auch als logische Näherung. Aber das wäre eine komplett veränderte Bank. Ne? Das hätte nichts mehr mit der Sparkasse zu tun, wie wir sie heute kennen. Du sagst also, wenn ich das richtig verstanden habe, also Banken sollen also auch Krypto verwahren oder nur Aktien, meinst du? Was ist dein erster auch Krypto. Punkt, ne? Auch Krypto. Also, okay. Ich dachte, das macht ihr alles in 10 Jahren. Also ihr seid ja der Mittelmann zwischen den verschiedenen Verwahrern, ja. Aber genau. Also ihr könntet euch auch vorstellen, mit Banken sozusagen in der Zukunft zusammenzuarbeiten. Ganz genau. Okay. Wir bauen Enterprise Software. Also wir richten uns eigentlich nicht an Endkonsumenten, sondern immer nur an Institutionen. Okay. Ja, Simon, was kommt denn deiner Meinung nach? Wir haben jetzt DeFi und NFT. Was kommt denn danach noch? Was gibt es noch Neues? Da, wo ich mich am meisten freue, ich glaube, der große Sturm kommt erst noch. Ich glaube, DeFi und NFTs waren so ein bisschen zwar cool, aber ich glaube, der richtige Sturm kommt noch und der richtige Sturm wird dann kommen, wenn wir es schaffen, die Realwirtschaft mit Krypto zu verknüpfen. Und jetzt muss ich wieder, Mario wird gleich die Augen drehen, über Cardano kurz sprechen. Und zwar diese Idee, die wir haben, zum Beispiel gibt es ein Projekt Empower, irgendwie ist Empower aber falsch geschrieben. Was sie jetzt machen, ist, dass sie die Liquidität aus dem Cardano-Netzwerk nutzen wollen, was ja schon einiges ist. Also ich kann staken oder ich kann Liquidity providen und bekomme darauf einen Yield. Und was
worüber man Yield verdient wird, ist, dass Häuser-Units gebaut werden. Und ich finde das erstaunlich, weil wenn du dir Real Estate, wenn du dir Immobilien anguckst, du kannst da auch einen Yield von, also du kannst da auch einen Yield von also ich will jetzt keine Zahl sagen, aber mehr als 2% im Jahr machen das auch schon. DeFi-ready, ich weiß nicht, was macht Cardano gerade, nicht weniger als 5%, wenn du stakes. Ich glaube schon, dass die 5 bis 10% irgendwie in der Range oder was, oder vielleicht auch mehr haben werden können, aber wenn du jetzt diese Dynamik vorstellst, die wir in DeFi haben, aber dass der Output in der Realwirtschaft liegt. Ich glaube, dass, wenn wir das schaffen, dann können wir eine ganze Menge schaffen. Also diese Verbindung in die Realwirtschaft, ja, Mario? Das, ich überlege auch immer, weil ich bei unserem dem Interview, was wir uns zu dritt gegeben haben, auch da nicht so richtig eine Antwort geben konnte. Das wären dann so in meinen Augen, wären das in Form, wenn DAOs sozusagen anfangen, in die reale Wirtschaft einzugreifen. Ne? Das wäre ganz dann genau. Der Schritt, ne? Ganz genau. Beziehungsweise wenn DAOs als juristische Abbildung erlaubt sind. Das gibt es ja partiell oder der erste Versuch ist ja in Wyoming jetzt gestartet. Aber ich glaube, eine DAO als solches, als verteilte juristische Entität, die auch handlungsfähig ist gegenüber dem Gesetz, da bedarf es schon noch einiger juristischer Kunstgriffe und Überlegungen, denke ich. Kommen wir mal zur Abschlussfrage, Simon. Wer ist oder wer war Nicolas van Saberhagen? Definitiv ein Adliger, zumindest früher mal, im früheren Leben gewesen. Ich würde auch sagen, ein Niederländer. Aber sonst weiß ich leider nicht, wer Nicolas. Ich tippe auf einen Mathematiker. Es wird nicht aufgelöst, oder? Richtig, ja. Also ich kann nur sagen, einige sagen, es ist die Reinkarnation von Satoshi Nakamoto und der Nicolas van Saberhagen hat was mit dem Kryptonot-Protokoll, also Mathematik stimmt schon, von Monero zu tun. Und NS, also meine Theorie, Satoshi Nakamoto ist, habe ich ja in unserem Interview, Ausgabe Nummer 25, geäußert. Und einige gehen davon aus, wenn ich mir die Buchstaben angucke, kann das durchaus dafür sprechen, dass das hier Satoshi Nakamoto Nummer 2 ist. Das ist interessant. Also wie gesagt, wir suchen dir noch, falls du sachdienliche Hinweise hast, auch vielleicht der Mr. Ethereum Classic, wie heißt er? Du hast ihn vorhin gesagt. Vitalik Buterin? Nein, Ethereum Classic Vertreter. Du warst ja gestern auf der Konferenz. Wie heißt er, der Prof? Charles Hoskinson, meinst Richtig, du? Richtig, Charles Hoskinson, ja, genau. Vielleicht weiß der was, wenn du ihn nächstes Mal siehst, frag mal. Wie gesagt, wir suchen den noch. Satoshi Nakamoto haben wir gefunden. Wie das immer so ist, wenn du was suchst, das ist immer, liegt fast vor deinen Füßen. Und ich denke mal, mit diesem Aufruf auch in unsere Zuhörerschaft bezüglich sachdienlicher Hinweise des Verbleibs von Nicolas van Saberhagen schließen wir die heutige Ausgabe und danken fürs Zuhören. Schickt uns eure Fragen und ansonsten bis zum nächsten Podcast. Ja, genau. Vielen Dank. Und danke fürs Kommen, Simon. Immer gerne. Mario, Ralf, Thor, unglaublich nett, euch kennengelernt zu haben. Und man sieht sich sicher nochmal.